Freunde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer gemeinsamen Veranstaltung Wohin treibt Syrien? Bürgerkrieg oder Einmischung? Und ich sage unsere gemeinsame Veranstaltung, weil ich doch sehr stolz bin und ich mich sehr freue, dass so viele Organisationen sich an diesem Thema des Friedens abarbeiten wollen und sicherlich das auch kontrovers zugehen kann, und darauf freue ich mich auch. Und ich bedanke mich deswegen bei den Organisationen der Augsburger Friedensinitiative, DFGVK Augsburg, dem Forum Solidarischen und Friedlichen Augsburg, Pax Christi, MEMO, also dem Netzwerk Demokratischer Migrantenorganisationen Augsburgs, der Werkstatt Solidarischen Welt e.V. und bei dem SPD-Fachforum Migration in Zusammenarbeit mit dem SPD-Ortsverein Herrenbach-Spickel. Sie sehen an der Fülle der Menschen, die da sind, der Saal ist voll, dass uns das eigentlich auf den Nägeln brennt. Wir wissen nicht insgesamt, was wir davon halten sollen, von den Meldungen. Und wenn Sie unsere Einladung gelesen haben, dann sehen Sie Fragen über Fragen. Und ich bin froh, dass das so gestaltet ist, dass das als Frage gestellt worden ist oder viele Fragen gestellt worden sind, weil wir uns nicht sicher sein können, welcher Informationsfluss zu welchem Zeitpunkt mit welcher Tendenz an uns gerät und welche Wirkung er letztendlich auch hat auf die Meinungsbildung der Menschen. Ich darf deswegen ganz herzlich bei uns begrüßen Frau Karin Leukefeld. Herzlich willkommen bei uns in Augsburg und hier bei dieser Veranstaltung. Ich freue mich sehr, weil ich mir jetzt schon davon verspreche, dass wir aus erster Hand Sie als freie Journalistin direkt aus Syrien jetzt Berichte bekommen und Klarheit darüber verschafft wird, was ist wirklich los und wie geht es den Menschen vor allem in dem Land. So, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie, euch auch herzlich hier begrüßen. Vor allem darf ich begrüßen unsere Referentin des Abends, Frau Karin Leukefeld, die bis vor kurzem noch in Syrien unterwegs war, während die anderen nur das nachplappern, was sie von anderen mitbekommen haben, geht sie vor Ort, schaut sich das kritisch an und bringt es auch kritisch rüber. Der sogenannte arabische Frühling hört sich erst einmal gut an. Ist denn alles tatsächlich so, dass das Volk von sich aus diesen radikalen Wechsel in Arabien will? Jeder freidenkende Mensch wünscht sich natürlich ein freies Volk. Aber wenn im Nachhinein herauskommt, dass dort islamistische Kräfte unterwegs waren, dann ist das natürlich lächerlich. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Frau Karin Leukefeld uns heute ausführlich darüber berichten wird, wie die Situation tatsächlich aussieht. Ist das manchmal nicht ganz einfach, wenn sozusagen die Leitmedien und der Mainstream, wie man ja sagt, in eine Richtung gehen und man vor Ort dann etwas anderes feststellt, hört und sieht. Dieses Mal muss ich sagen, ist es erheblich schwieriger für mich auch zu berichten. Das liegt sicherlich auch daran, dass einerseits vor dem Irakkrieg 2003 es eine weltweite sehr starke Friedensbewegung gab. Dieses Mal ist es so, dass es keine Friedensbewegung gibt, die gegen die Militarisierung der arabischen Revolutionen und der arabischen Aufbrüche auf die Straße gehen. Nun fokussiert sich also die internationale Öffentlichkeit auf Syrien. Und Syrien ist ein sehr schwieriges Land. Unglaublich kompliziert. Ich arbeite dort seit 2005, bin jetzt seit 2010 dort akkreditiert. Gleich zur Erinnerung nochmal, dass Syrien ja früher, also bis zum Jahre 1918 gab es ja das Osmanische Reich. Syrien war eine große Provinz in diesem Osmanischen Reich und umfasste also das, was wir heute als Syrien kennen, dann das historische Palästina, was hier als Transjordanien bezeichnet wird, Teile des Irak, der Libanon. Frankreich hat aber im Grunde bis heute einen großen Einfluss, vor allen Dingen im Libanon. Und Sie erinnern sich ja vielleicht, der Bürgerkrieg im Libanon hatte ja auch zu tun mit der Vertreibung der Palästinenser, mit der PLO, die dann im Libanon, also die aus Jordanien vertrieben worden ist. Also Sie sehen, dass
wenn man über die Jahre geht, hat sich der Konflikt immer weiter verlagert. Gleichzeitig ist es so, dass Syrien ein relativ armes Land ist. Und so ist es, dass sehr, sehr viele Syrer im Ausland arbeiten. Wir haben sehr viele Syrer in Deutschland, viele Ärzte sind darunter. Aber viele leben auch in den USA, in Kanada, viele Syrer leben in Frankreich. Sehr viele Syrer, die keine gute Ausbildung haben, gehen, um zu arbeiten, in die umliegenden Länder, vor allen Dingen nach Saudi-Arabien, in die Golfstaaten oder nach Ägypten, um dort eben zu arbeiten. 2 Millionen Syrer leben heute außerhalb ihrer Heimat als Gastarbeiter in anderen Staaten. Syrien hat auch Konflikt mit Saudi-Arabien, was sehr viel damit zu tun hat, dass Syrien nicht bereit ist, sich also in eine westlich orientierte Politik der Arabischen Liga einzuordnen. Gleichzeitig hat Syrien, also schon unter dem alten Präsidenten Hafez al-Assad, ein enges Bündnis ist es eingegangen mit Iran. Und es hat ein enges Bündnis mit dem Libanon selbstverständlich. Wobei man auch sagen muss, dass also Syrien immer Kräfte des Widerstandes, aus syrischer Sicht heißen sie Kräfte des Widerstandes, unterstützt hat. Aus westlicher Sicht terroristische Organisationen. Das hat dazu geführt, dass Syrien im Westen einen sehr schlechten Ruf hat. Und nach dem Angriff auf das Welthandelszentrum in New York 2001 wurde also Syrien unmittelbar auf die Achse des Bösen verfrachtet. Also der junge Präsident Bashar al-Assad kam 2000 an die Macht. Er hat unmittelbar in seiner ersten Ansprache viele Reformen versprochen. Die Leute wurden aufgefordert, von ihm zu diskutieren über eine neue Verfassung, über ein Mehrparteiengesetz. Er brachte neue Medien ins Land. Dass also die Wirtschaft von Syrien umgestellt wird von einer Planwirtschaft auf eine soziale Marktwirtschaft. Das brachte sehr viele Konflikte innerhalb des Landes mit sich, weil der Staat natürlich viele Leute auch unterstützt hat. Also ich habe gesagt, es ist ein armes Land gewesen. Die Leute hatten keine großen Einkommen. Viele waren auf staatliche Hilfe angewiesen, auf die Subventionen von vor allen Dingen im Bereich von Heizöl und von Lebensmitteln, Grundnahrungsmitteln. Das Schulsystem ist kostenfrei, die medizinische Versorgung ist kostenfrei, was natürlich den Staat alles etwas kostet und niemand wollte, dass das aufgegeben wird. Gleichzeitig wollten viele Leute eine Öffnung des Landes, um eben halt auch mehr ausländische Investitionen ins Land zu bekommen, die gleichzeitig auch neue Arbeitsmöglichkeiten versprachen. Und darin wurde Syrien ganz stark unterstützt vom Westen. Ich habe damals einen Artikel geschrieben, also die Leute geben sich die Klinke sozusagen in die Hand im Präsidentenpalast in Damaskus. Alle wollten mit ihm sprechen, alle wollten irgendwie einen Fuß in der Tür haben in Syrien. Die türkische Wirtschaft hat unglaublich viel investiert in Syrien. Und für die Türkei war auch sehr wichtig der ungehinderte Durchgang durch Syrien, um zum Beispiel Jordanien zu erreichen. Die Türkei hat auch Handelsbeziehungen mit Israel. Durch Jordanien wird Israel erreicht. Saudi-Arabien nach Kuwait, in den Irak. Also diese ganzen Transportwege für die türkische Wirtschaft war sehr wichtig. Und deswegen war also diese gute Beziehung zwischen den beiden Ländern von großer Bedeutung, vor allen Dingen für die Türkei. Und die Idee des Präsidenten war also, zu allen in diesem Rahmen, dieser 5 Meere, eben halt zu den Staaten, die dort Anrainer sind, gute Beziehungen aufzubauen. Eine regionale Macht. Das war die Situation 2010. Und dann kam der arabische Frühling. Und da zahlte sich aus, was Assad vernachlässigt hatte. Tatsache ist, dass Präsident Assad das nicht verhindern konnte. Was er gemacht hat, ist, dass er bestimmte Leute wieder aus dem Gefängnis rausgeholt hat, manchmal auch erst nach 3 oder 5 Jahren. Aber er hat nicht verhindern können, dass die Sicherheitskräfte in Syrien immer wieder
in bestimmten Situationen das Kommando übernahmen. Ein weiterer Punkt, der sozusagen unter der Erde von Syrien brodelt, das ist die Niederschlagung des Aufstandes der Muslimbruderschaft, die von 1979 bis 1982 also einen bewaffneten Kampf gegen den damaligen Hafez al-Assad organisierte. Das heißt, da stand eigentlich Versöhnung an, Aufarbeitung einer Geschichte und Versöhnung, das hat er nicht gemacht. Und nun kam es eben zu diesem Vorfall in Dara mit diesen Schulkindern, die also Parolen an die Wand geschrieben haben, nieder mit dem Regime, und von einem von dem dortigen Gouverneur und vor allen Dingen von dem Polizeipräsidenten misshandelt worden sind. Auch ihre Angehörigen wurden misshandelt, und das hat also innerhalb kürzester Zeit wirklich den Zorn der Syrer dermaßen entfacht, dass es diese Proteste gab in Dara. Es gab auch Proteste in vielen anderen Städten in Unterstützung der Bevölkerung von Dara, die einfach gesagt haben, diese Art von Respektlosigkeit gegenüber der syrischen Bevölkerung ist unakzeptabel. In diesem Punkt, ich denke, dass sich damals eigentlich entschieden hat, wie diese Entwicklung in Syrien weitergegangen ist. Denn viele haben gesagt, die Art, wie der Präsident reagiert hat, war nicht ausreichend. Und insbesondere von diesem Polizeipräsidenten, der verantwortlich war für die Misshandlung der Kinder, diese Bestrafung hat nicht stattgefunden. Er ist nur irgendwo weggeschickt worden. Aber er ist nicht vor Gericht gekommen, obwohl der Präsident ausdrücklich angeordnet hat, keine scharfe Munition einzusetzen und nicht auf die Demonstrationen zu schießen, kam es zu Toten. Das heißt, er hat auch eine Glaubwürdigkeit verloren. Leute haben mir gesagt, es gab einen Konflikt innerhalb des Regimes. Diese gegensätzlichen Positionen hatten zur Folge, dass die Lage eskalierte, dass immer mehr Gewalt angewandt wurde. Zumal viele Personen und Gruppen auf einmal ins Spiel kamen, die sozusagen ein anderes Hühnchen mit dem Präsidenten zu rufen hatten. Denen ging es gar nicht unbedingt darum, dass man mehr Demokratie oder neue Parteien haben wollte. Denen ging es vielleicht um die Frage, um die Landfrage. Also es gab alte Konflikte über die Konfiszierung von Land durch die Baath-Partei. Denen ging es vielleicht auch um die Muslimbruderschaft. Denen ging es vielleicht auch darum, dass sie als Stamm, also die syrische Gesellschaft ist in großen Teilen noch in Clan-Strukturen, also es ist auch teilweise eine Beduinengesellschaft, die ja nicht wie wir hier als Kleinfamilie oder Single-Haushalt leben, sondern die eben halt also teilweise Tausende oder noch mehr Angehörige haben. Es ist eine Gesellschaft, in der eben halt eine Modernisierung auch sehr schwer umzusetzen ist. Und es war bekannt, dass zum Beispiel Saudi-Arabien, also es gab Prediger in Saudi-Arabien und in Katar, der aus Katar, der hat einmal in der Woche über Al Jazeera seine Predigt gehalten und hat dazu aufgerufen, dass die Leute eben halt bewaffnet gegen den Assad vorgehen sollen. Und viele haben zum Beispiel gesagt, es ist nicht das Militär, was auf uns schießt, es sind vor allen Dingen die Sicherheitskräfte, die Geheimdienste, die bewaffneten Kräfte, die bewaffneten Milizen der Geheimdienste. Es gibt 13 verschiedene Geheimdienste in Syrien, die unterstehen dem Militär. Also es gibt einen für Ausländer, es gibt einen für die Palästinenser, es gibt einen für das Militär, einen für die Diplomaten und so weiter. Also es ist ein Polizeistaat, der natürlich vor allen Dingen die Kontrolle ausgeübt hat. Das Problem, dass ein Präsident ausgetauscht wird, das ist natürlich geprägt von Hass und von Rache, aber solche Positionen zeigen keine politische Perspektive für das Land auf und für die Menschen. Der da eben kurz zu sehen war mit der Mütze, der hatte gerade am Morgen seinen schwer verletzten Nachbarn ins Krankenhaus gebracht, der beim Entführungsversuch also verletzt worden war. Und dann sind wir ins christliche Viertel gefahren, Hamidiye, wo also überall Sandsäcke waren. Wir konnten da aus dem Bus aussteigen, jeder konnte irgendwo hingehen, und ich bin dann so eine Straße lang gegangen, habe mit einigen Interviews gemacht, die Englisch sprachen, und die ganze Zeit war Schießerei zu hören.
Es sind sehr enge Gassen. Es ist also die Altstadt, dort gibt es 6 der ältesten Kirchen. Dieser junge Mann studiert Tourismus. Er hat also, wie man hier sieht, sein Kreuz extra hier angebracht. Und er erzählte ihm halt, dass er jeden Tag, wenn er von der Uni kommt, wird er also von Leuten angesprochen, er soll sich an dem Aufstand beteiligen und er soll nicht mehr in die Universität gehen, sonst würde ihm was Schlimmes passieren. Heute ist es so, dass in Hamidiye die meisten Christen nicht mehr dort sind. Sie sind geflohen aus Homs. Man muss davon ausgehen, dass rund 200.000 Binnenvertriebene allein aus Homs in Syrien irgendwo untergekommen sind. Die kommen unter bei Verwandten, zum Beispiel in den christlichen Dörfern, westlich von Homs, in Tartus, in Banyas. Sie leben auch in Kayatayn, das ist östlich von Homs, da bin ich auch gewesen, wo eine Stadt, also wo normalerweise 20.000 Leute wohnen, eine Kleinstadt, die hat auf einmal Einwohner von 50.000. Und die werden versorgt vom syrischen Roten Halbmond und von den Einwohnern der Stadt und von den Kirchen, die es dort gibt. Es gibt dort 2 Kirchen. Man findet viele Binnenvertriebene auch in Damaskus, also wo ich sie getroffen habe in Damaskus, die einfach nur versuchen, diesen Kämpfen in ihrer Heimatstadt zu entkommen. Was wir heute Abend mitbekommen haben, ist, dass Syrien ein hochkomplexes Land ist. Syrien ist klein, geostrategisch aber sehr wichtig. Syrien ist arm, hat aber sehr viele Ethnien und religiöse Gruppierungen. Das alles sind Fakten, die wir auch vorher wussten. Wir wussten aber nicht, dass Syrien zwar ein säkularer Staat ist, aber es so viele Familiengesetze gibt und unter anderem zum Beispiel das Scharia-System. Was wir wissen, ist, dass seit einem Jahr in Syrien ein Aufstand ist. Was wir aber mitbekommen haben, ist, dass dieser Aufstand nicht von allen Bevölkerungsgruppen mitgetragen wird. Das macht die Sache höchst kompliziert. Präsident Assad, der vor 10 Jahren an die Macht kam, hat, so Frau Leukefeld, versucht, viele politische Reformen auf den Weg zu bringen. Es gelingt ihm aber nicht, das Sicherheitsapparat tatsächlich zu kontrollieren. Jedes Volk verdient die Freiheit. Auch das syrische Volk verdient eine Bürgergesellschaft. Und das syrische Volk soll das auch bekommen. Das ist der Wunsch. Aber ob es besser wird, wenn Assad gestürzt ist, und die Oppositionskräfte, die jetzt militärisch unterwegs sind, an die Macht kommen, das wissen wir nicht. Denn wenn es stimmt, dass die Alawiden unter Assad die Sunniten unterdrücken, dann stimmt es leider auch, dass die Oppositionskräfte zurzeit die assyrischen Christen dort niedermetzeln. Wir sind gespannt, aber hoffen, dass es letztendlich auf den souveränen Staat Syrien hinausläuft und nicht so viele Menschen sterben müssen und dass Frieden einkehrt.